sind hier lang. Ganz sicher. Bleib in Sicherheit. Ha. So, jetzt gefunden. Lass sie nicht entkommen. Ja, komm mal her. Komm her sie zu denen. Uns. Mach doch. Trau dich. Ihr seid jetzt sicher vor mir. Oh, ich bin doch noch daneben. Ah, verdammt nochmal. Wo lade ich jetzt neu? Oh, hier. Ich wollte den Topf nicht explodieren. Okay, das ist deutlich besser. Diesmal ist es besser gelaufen. Jetzt können wir lang gehen, wo wir möchten. Oh, da sind schon wieder diese... Ich will die gar nicht auslösen. Das ist schwer. Vielleicht, wenn er näher da ist, könnten wir es auslösen und dann fressen sie ihn. Dann wäre es eine gute Ablenkung. Sie wollen dich immer noch tot sehen. Selbst bei all dem Chaos. Sie töten lieber andere, als ihr eigenes Ende zu akzeptieren. Typisch. Ich verstehe es auch nicht. Und dann uns einfach in Ruhe zu lassen. Hier sind so viele Probleme. Und, oh mein Gott. Ihr Schafsköpfe. Jetzt so viele Probleme. Er kommt her. Ihr da! Halt die Klappe. Ich brauche nur die Ablenkung, um mal nach vorne zu kommen. So, wir haben so viel anderes zu tun. Wir könnten uns alle zusammenschließen, um die Ratten zu töten. Um sie zu besiegen, aber nein, die müssen sich auf ein kleines Mädchen konzentrieren. Und ihren Bruder. So bescheuert. Das ist wirklich lächerlich. Wir gehen hier lang. Das Tor da oben. Ich glaube, das ist der Dorfeingang. Das ist alles gut, das... Oh. Hey, du! Gehen wir. Schnell. Er sollte aber weggucken, oder? Wow, wow, wow. Ich finde seinen Mörder. Damit vielleicht. Bitte schön. Ich habe Soldaten für euch. Na komm, greift ihn an. Hä? Wieso stehen die alle in ihrer komischen Nebelform da? Okay, dann nicht. Hoch da und hoch. Ich gebe mein Bestes. Und komm, wir gehen. Drin. Endlich haben wir sie hochgeschafft. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt endlich mal zum Wasser. Und ich hoffe, Sophia geht's gut. Ich meine, wenn die schon das Land fressen, vielleicht haben sie den Hafen denn auch angegriffen. Das wäre gar nicht gut. Da drüben ist ein Boot. Oh, ist sie das vielleicht? Das ist unser Schiff, richtig? Bitte sei am Leben, bitte sei am Leben. Ja, bitte lebt noch. Zum Glück ist die Hexe tot. Ich habe gehört, der Graf von Aal hat endlich seine Eier zurück und die Hinrichtung befohlen. Sie haben am Hafen einen Galgen aufgestellt. Nein! Sie hängen den Riesen? Heilige Scheiße, das muss ich sehen. Ja, ich auch. Er ist nicht tot. Er braucht uns. Oh no, wir können ihm endlich... Los! Die Zeit. Nein! Wir müssen wir helfen hin. Ihm. Wirklich? Nach dem, was er getan hat? Amicia. Wir helfen ihm. Na schön. Ich wollte ihn die ganze Zeit wiedersehen und du stellst dich hier immer so an. Ja, Arno muss mit uns kommen. Hier geht's runter. Der hat bestimmt irgendeinen Grund. Außerdem war der Graf im Arsch, das haben wir doch gemerkt. Und die Gräfin ist auch wahnsinnig. Der Turm. Der hat bestimmt gute Gründe gehabt, warum er die beiden umbringen wollten. Wolltet. Er ist recht den Grafen. Hör auf, ihn die Schänderin zu nennen. Manu. Weißt du was? Ist doch super, da hinten eine Fackel zu haben, richtig? Ja. Ah, das hat ihn nicht getroffen. Nochmal. Gruß von der Schänderin, hat sie nicht ernsthaft gesagt. Du hast nichts gesehen da hinten. Du hast nichts gesehen. Wow, 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 wow. Okay. Sollte ich mir genauer ansehen. Nein, solltest du nicht. Wir uns. Hier
hättest du mich einfach in Ruhe gelassen, dann hätten wir kein Problem. Da hinten ist was, was wir gebrauchen könnten. Wir waren etwas laut. Das passt schon, wir können einfach weitergehen. Alles gut. Und wir haben Messer bekommen. Perfekt. Wir haben schon lange kein Messer mehr gehabt, glaube ich. Gut, wir haben auch lange keins benutzen müssen, aber es ist gut, das da zu haben. Falls wir es brauchen. Ich hoffe, Sophia lebt noch. Ich hoffe auch. Ich würde gern mal jemanden kennenlernen, der uns nicht umbringen will. Ja, Lukas, da stimme ich zu. Ich würde auch gerne mal jemanden kennenlernen, der uns nicht umbringen möchte. Ich sehe gerade, wir haben hier eine Fähigkeit, die wir benutzen können. Seht ihr das? Wieso ging das jetzt nicht? Ich weiß jetzt nicht, warum es nicht ging, aber wir schleichen dann einfach. Aber ich wollte ganz cool die Fähigkeit präsentieren, dass von jemanden erstechen können mit Rüstung. Oh, warte, die hatten wir gar nicht, richtig? Nein, die hatten wir gar nicht. Wir waren kurz davor, sie zu haben. Verdammt. Oh, der arme Graf. Was sie mit ihren Opfern machen? Ja, wir haben auch Tote. Und die meisten bekommen kein anständiges Grab. Von wegen helle Tage. Dieser Ort ist die reinste Hölle. Der Sohn kümmert sich darum. Der Sohn hat das getan. Er hat es wegen ihr getan. Aber der Graf wird ihm... Der Sohn hat es wegen der Gräfin und dem Grafen getan. Nur so als Info. Kiste zum Aufmachen? Hast du nicht gesehen? Ah! Da ist ja noch jemand hinter mir! Ah! Stech ihn ab! Ich hab doch abstechen gedrückt. Hallo? Niemals! Alles gut. Wir mussten unser Messer verschwenden, das wir das erste Mal wieder bekommen haben. Aber das passt schon. Können wir von hier oben irgendwas machen? Ich würde gerne diese Kiste haben, die da hinten ist, aber ich weiß nicht, ob wir die nicht noch aufgeben sollten. Ich glaube, es ist besser, so sie aufzugeben. Und wenn der andere sich umdreht, können wir in den Busch gehen. Sehr gut. Hätte nie gedacht, dass die Ratten mal so mächtig werden. Hoffentlich bleiben die hier, wenn wir weg sind. Das hängt ganz von Hugo ab. Das hängt wirklich von Hugo ab. Bitte rede dich nicht um, während wir hier lang gehen. Alles. Wir brauchen etwas lange, oder? Okay, das ging noch. Alles gut. Okay, jetzt können wir das mit dem Messer machen. Hat gehalten. Ja. Wo ist Anno? Ich glaube, wir finden Anno und Sophia. Wir müssen schneller laufen. Die werden ihn töten. Wir tun, was wir können. Wenn die ihn umbringen, töte ich sie alle. Das musst du nicht. Wir holen ihn da raus. Komm ich hier runter? Und Sophia auch. Wir werden beide holen. Wir werden nicht zulassen, als Anno aufgehangen wird. Ach, das Fenster. Hier ist das. Oh, eine Kiste. Schade, dass wir die große Kiste jetzt nicht mitnehmen konnten, aber... Ah, nee. Lieber nicht. Ich glaube, ausrüsten können wir nichts, gut, oder? Gut, dann an die Arbeit. Nein.
Das Material wäre bestimmt in der großen Kiste gewesen, aber ja, die haben wir jetzt nicht bekommen. Komm, das war's, das war's. Alles Gute. Hier runter. Vorsicht, es geht runter. Wir sind bestimmt doch wieder Wachen. Irgendwo. Kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt so friedlich bleibt. Und eine Kiste. Die wir immer gebrauchen können. Vielen Dank dafür. Bitte lass hier keine Wachen sein. Seht ihr, Leute? Das ist ein Karren. Das war No! Verdammt. Schnell, wir müssen näher ran. Das ist also der Arno. Wo kommt der? Der Mann, den man den Wall nennt? Ja, ja, das ist er. Wir müssen ihn retten. Auch wenn er es nicht verdient. Aha. Ihr habt ja eine nette Truppe zusammengestellt. Warum hat Amicia denn sowas gegen ihn? Sie hat nicht mal gehört, warum er das gemacht hat. Wir müssen auch wenigstens wissen, was für einen Grund er hat, bevor sie jeden verurteilt. Und Hep, gut, gut. Kann ja sein, dass der Graf ihm auch schon irgendwas angetan hat, was Schlimmes. Oh, da ist was. Ach, schön von der Leiche klauen, das passt. Salpeter? Ah, nee, fünf Materialien. Ist das der Wall? Gut, dass sie ihn die ganze Zeit noch ärgern. Eigentlich würde ich mich darüber aufregen, aber sonst wäre Schlings tot. Ja, macht euch bereit. Da stehen Krüge mit Thea direkt neben ihm. Jetzt, Amicia, tu was. Ja, ich bin dabei. Renn! Oh mein Gott. Da, wir haben das hier. Perfekt. So. Da, komm her. Komm her. Können wir ihn von hinten abstechen? Wir haben kein Messer. Können wir nicht erstechen. Verdammt, ich weiß nicht, was ich gerade angeschossen habe. Bitte. Ja, beeil dich, wenn der Rauch ausbricht. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Ich verstehe. Hier ist was zum Explodieren lassen. Wenn die hier zu mir kommen, ich stelle das hier in die Ecke. Nein, ich will, dass der Große kommt, nicht du. Der Große, nicht du. Was? Warum ist das nicht kaputt gegangen? Warum ist das nicht kaputt gegangen? Ich dachte, das explodiert, wenn man drauf schießt. Warum ist das nicht kaputt gegangen? Ich dachte, das explodiert, wenn man darauf schießt. Verdammt! Ich hab falsch gedacht. Gehen wir näher ran. Ziemlich viel los. Ja, macht euch bereit. Das wollte ich nicht, ich wollte das machen. Wie hast du nicht geschossen? Nein! Bleib bei mir! Vertrau ihr, Hugo! Er ist nicht tot davon. Na komm, das nächste auch. Sei still! Ignorier sie, Hugo! Komm her! Wir sind bei dir! Wir gehen nach Hause! Nein, geh innen lang, bitte. Du sollst innen lang gehen. Nein, Lukas, das wollte ich nicht. Aber wir müssen die Rüstung kaputt machen. Stimmt, da war was. Stimmt. Geh mir aus dem Weg. Hallo, Lukas. Mann, geh mir aus dem Weg. Mann. Ah. Wieso die NPCs immer so ätzend? Oh mein Gott. Ich sehe nichts, aber so, das wird schon klappen. Ich weiß, dass da noch mehr kommen.
Wieso habe ich... Oh, ich habe keine Armbrustdinger mehr. Ich muss die nicht mit der Armbrust machen. Okay, ich dachte, ich muss... Der mit dem Pfeil muss weg. Der ist der Schlimmste. Verdammt! Ich kann das nicht. Wie kann ich den töten? Ich habe keine Armbrust mehr. Oh, Moment, ich weiß, was ich mache. Mach eine Armbrust. Sehr schön, mach Hackfleisch aus dem Typen. Ich bemühe mich. Wollte ich nicht, ich wollte normalen Pfeil. Normalen Stein, meine ich. Was ist jetzt endlich? Kann ich erstmal. Ich loote erstmal, bevor ich ihm helfe. Kann ich hier noch irgendwas aussammeln? Ist hier noch irgendwo ein Pfeil oder so? Da hinten ist einer respawned, das ist gut. Ah, oh, das war anstrengend. Vorsicht! Da kommt die schwere Truppe! Noch mehr? Oh nein! Oh, Ugo wird sich darum kümmern. Niemals! Wir werden dich retten, Sohn! Falsch! Ja, muss sich scheiße anfühlen, oder? Wenn ihr sagt, ihr werdet ihn retten und dann wird ihr von ihm umgebracht. Werdet ihr von ihm umgebracht? Verdammt nochmal! Können wir ihm jetzt helfen? Oh, ich muss zu Ugo gehen. Ugo? Bitte beruhig dich. Es ist vorbei. Geschafft, Ugo. Ja. Atme durch. Beruhig dich. Wir befreien jetzt Anno, ja? Ja, bitte. Na komm, Ugo. Wir gehen zu Anno. Er kann froh sein, dass er uns vorher getroffen hat, sonst wäre er jetzt erhängt worden. Na gut, also dann, komm mit. Ugo meinte, es wäre seiner. Gott sei Dank ist er nicht gestorben. Und ich wollte die ganze Zeit Anno wiedersehen und wir haben ihn endlich. Ich bin so froh darüber. Und Sophia hat auch überlebt. Sophia. Gott sei Dank. Hat ja ganz schön gedauert. Kommt an Bord. Ja. Bitte lass uns jetzt einfach von dieser Insel verschwinden. Ich will meine Ruhe haben. Wartet. Eure Mutter. Nein. 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 Sie kommt nicht mehr. Sie wird nicht mehr kommen. Wir müssen los. Jetzt. Verstehe. Ich werde dann mal. Du, komm. Sie kommt niemals mehr. Ich weiß. Ich wollte ihr doch noch so viel erzählen. Ich auch. Aber sie wusste. Sie wusste alles. Glaub mir. Du warst ihr größtes Geschenk, weißt du. Sie liebte dich so, wie du bist, wie sie dich geboren hat. Wir werden leben. Und wir werden heilen. Die Narben.
werden bleiben. Durch sie vergessen wir nicht. Und sie helfen zu akzeptieren. Bis sie weniger schmerzen. Mann, ich werde die Mutter vermissen. Auch wenn wir nicht so viel, so nahen Kontakt mit ihr hatten.